Guten Abend. Heute bekam die Sonne etwas Konkurrenz durch Wolkenfelder, die da von Nordwesten heranzogen. Und dieses Wolkenband, das reichte von Südschweden bis weit hinunter Richtung Galizien. Schön zu erkennen auf diesem Satellitenbild auch, dass sich in den Alpen noch immer Schnee hält. Und Sie sehen auch die schneefreien Täler. Diese dichteren Wolken im Nordwesten ziehen im Laufe der Nacht etwas weiter nach Südosten. Aber zwischen der Ostseeküste und dem Alpenrand ist es doch auch häufig klar. Und dann sinken die Temperaturen auf -4 bis -11 Grad und am kältesten wird es am Alpenrand. Unter den dichteren Wolken im Nordwesten bleibt es bei 3 bis 0 Grad milder. Kalt genug für Glätte ist es aber überall. Und morgen wird es dann vor allen Dingen an den Alpen einen richtigen Temperatursprung geben. Von den -11 Grad steigert sich das tagsüber auf +8 Grad. Noch milder wird es am Niederrhein mit 13 Grad. Etwas kühler ist es ganz im Osten, zum Beispiel an der Ostseeküste mit 6 Grad. Die dichteren Wolkenfelder der Nacht ziehen morgen dann ostwärts ab. An der Nordsee zeigt sich gut die Sonne, aber von Südwesten kommen dichtere Wolken heran. Die hängen zusammen mit einem Tief über Frankreich. Und mit ruhigem Wetter im Nordosten etwas mit mehr Wolken und doch recht kalt geht es in den nächsten Tagen weiter. Guten Abend.